Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never. Und heute, ihr sitzt schon hier unten, ich bin Level 1 oder 0. Yay. Und ich zeige euch heute mal mehr oder weniger, wie ihr... Oh, perfekt. Wie ihr levelt. Denn in Never ist es nicht unbedingt einfach zu leveln. Mal waren contested. Ist von mir. Und deswegen will ich euch mal zeigen, wie schnell ihr einfach Level 31 werden könnt, wenn ihr es richtig anstellt. Und natürlich, wenn ihr wisst, wie. Denn ich denke mal, es gibt viele Leute, die wissen nicht, wie man gescheit levelt. Und dazu gehöre ich leider nicht. Ja, dann ging ein Shit dabei. Vom letzten Mal zocken. Leider keine Doktor Packs mehr. Drop. Aber naja, das kann man ja nicht haben. Trainyard ist safe. Und wir sind auf einem Server mit ca. 12 Leuten. Es ist nicht viel los, zum Glück. Killed by Hunter. Hinten ist ein Golem. Also eigentlich die perfekte Zeit, um eben Päckchen zu farmen. Ein Päckchen farmen ist einfach gut. Da kann man einfach... Das levelt einen so krass, das ist abnormal. Ich sag's mal so. So. Mal schön Ausschau halten. Da ich alleine bin, habe ich keinen, der mir irgendwie leicht Deckung geben könnte oder ein Gefühl der Sicherheit geben könnte. Und der Vorteil an dieser, ich sag mal, Level-Methode ist, dass es genau die gleiche Methode ist, um sich Geld zu beschaffen in Never. Und die ist ziemlich simpel. Dauert circa eine Stunde bis höchstens anderthalb Stunden, wenn man Pech hat. Und ist ziemlich effektiv. Ja, die will ich euch auch mal zeigen, damit ihr, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Aber vielleicht werde ich es einfach direkt raushauen. Damit ihr einfach seht, ja, wie kommen wir auf unser schnelles Level 31, wenn wir einmal Bock haben, hier irgendwelchen Scheiß zu machen, den wir immer machen, oder Wandspieler. Da habe ich eben meinen Spieler gesehen. Ja, siehst du, er macht das gleiche wie ich. Päckchen tragen. Und da er das gleiche macht wie ich, muss ich töten. Das heißt, wir werden erstmal uns ein wenig ausrüsten. Ne, wir nehmen erst ein Päckchen mit. Trainer zu Tower. TTO ist Tower. Crew haben wir noch dabei. Ich kann mit der Crew besser umgehen als mit einer anderen Waffe. Also mit einer normalen Schusswaffe, finde ich. Deswegen nehme ich gerne die Crew. Und ich bin zu schwer. Ah, wegen dem Päckchen. Oh mein Gott. Muss ich holen. Das ist natürlich das Unpraktische, dass ich in der Mitte stehe. Ist natürlich so eine kleine Gefahr dabei. Aber ja, passiert halt öfter, ne? Und jetzt killt mich dieser Spieler, hä? Hammer. Hammer. Ja, das ist Never, das ist Never. Play World. Der Tower. Jetzt weiß ich nicht, ob der Tower gesaved wird. Ah, diesen Chaos, den hole ich mir. Schade, jetzt hatte ich hier einiges dabei. Jetzt habe ich einen Arsch voll Geld verloren.
witzig. Ah, das ist jetzt natürlich echt ärgerlich. Vielleicht muss ich auch den Server wechseln. Oh, dann habe ich den halt echt nicht erwischt. Mann, ich bin so schlecht. Ich könnte mich echt schämen. Einfach zu viele Viecher gewesen. Die Tower sollte cleared werden. Das bringt mir halt jetzt nichts, wenn ich jetzt da irgendwie hier drauf bleibe und mich nicht equippen kann. Hier sollte jemand safen, aber da ist halt, ich weiß nicht, die kriegen es glaube ich nicht geschissen, oben zu reparieren. Ah, dann wird der eine gleich noch zu TTO. Hätte ich eigentlich aufpassen sollen, denn das bringt jetzt glaube ich überhaupt nichts mehr, wenn ich jetzt hier auf dem Server bleibe. Auf dem hier. Schade. Da wollte ich euch gerade mal zeigen, wie man ein wenig Never spielt, aber ich sag mal, das Pech, das ist einfach Pech. Wenn ihr so verreckt, dann habt ihr Pech gehabt, so wie ich gerade eben. Und sowas kann jedem passieren, mir auch. Und ich bin, wie ihr seht, gerade auch einfach dumm gestorben. Also, von Level 1 zu Level 1, hey, geht gar nicht. Und dann war ich noch fast voll equipped. Ich bin glücklich, dass ich keine Doktor Packs gekauft habe. Yay, freu dich. Social. Ich guck immer nach, ob jemand ist, den ich kenne. Aber da ist keiner. Ah, jetzt bin ich ganz weit weg. Mach was aber nochmal. Um richtig zu connect, also um richtig zu spawnen, benutzt jeder diese Technik. Ja, weißt du, nochmal einloggen. Ist gar kein Thema. Das nervt mich jetzt. Da habe ich von der Seite einfach wegballern können. Da habe ich nichts machen können, weil ich halt da gerade gehandicapt wurde. Da Endstille kenne ich nicht. Plexo Reaper kenne ich nicht. Scheint noch gut zu sein von den Leuten her. Naja gut, dann gehen wir nach Westview. Jeder muss halt immer Geld farmen, also da kommt keiner drum rum. Ich habe keinen gekannt, der jetzt doch keinen nicht wirklich Geld farmen musste außer Evo, aber der hat halt einfach das Geld, weil er sich leider nicht so lange gezockt hat bis jetzt nach dem Update. Aber der wird auch bald in ein, zwei Wochen steht er auch auf 10.000 oder irgendwie sowas in dem Bereich. Ja, Westview ist vor uns. Gleich sind wir in Sicherheit. Naja, so halb. Komm, Crawler, kannst du nix. Ja. Auto steht weg. Da oben ist keiner. Wir sind halt, also ich muss natürlich zugeben, ne, also die beste Zeit, um Päckchen zu farmen, die gibt's nicht mehr. Denn die beste Zeit, um Päckchen zu farmen, ist einfach die, wo der Server leer ist. Und die Server sind halt irgendwie fast permanent leer. Auf 15, 20 Leute. Weil Never einfach fast von keinem mehr gespielt wird. Es sind jetzt 200 Spieler, 300 Spieler, 400 Spieler. Und liegt einfach an diesem tollen Patch, den die Never-Leute gebracht haben. Der einfach das Spiel gefickt hat. Boah, die Magde R habe ich zum Glück noch reingelegt. Hey, jetzt kann ich die Magde R nehmen, komm. Brauche ich nicht viel. Nehme ich mir so einen schwulen Backpack. Einen, den ich nicht so wichtig finde. Ja, ihr seht, ich habe noch genügend Waffen. Also ich brauche mich da auch nicht aufregen, dass ich gestorben bin. Entschuldigung. War nicht nett von mir. Zack. Dann brauchen wir einen Gleiter. Und natürlich Muni. Ich nehme jetzt mal vorsichtshalber einmal mal 200 Muni mit. Da seht ihr, mein Geld geht schon runter, hey, das ist abnormal. Das gefällt mir selbst kein Stück. Dann ist es hier. Na, Gleiter, komm. Nee. Was ist der dann? Hier.
falls was passiert. Ich muss ja hier jetzt nicht mit dem krankesten Equip ever rumlaufen. Habe ich einfach da noch ein wenig so Zeug übrig bei Dr. Pax. Und das nehmen wir als Waffe. XLBS. Da kommt Katana, ist auch das Beste. Katana Forever. So Leute. Und jetzt fangen wir an mit dem mehr oder weniger XP und Geldfarm. Vorher war nur so zeigen, dass wir auch mal sterben. Ich mal sterbe. Habt ihr nicht oft gesehen. Passiert fast nie. War ein Hunter-Geräusch. Ganz friedliches Tier. Crawler ist auch ganz friedlich. Kein Bock, die Viecher zu töten. Der macht so geile Schmerzgeräusche, wenn er schlagen will. Und ich lasse die Waffe lieber draußen, denn falls ich einen Spieler sehe... Ah, jetzt habe ich nicht auf die Ausdauer geachtet. Ja, falls halt ein Spieler kommt, dann sehe ich den. Ich sehe, ihr könnt rückwärts von den Crawlern weglaufen und treffen euch nicht. Ist lustig. Nervig ist halt, die verfolgen euch bis zum Tod. Oder in die Safe Zone. Und Crawler, die rumrennen, sind sehr, sehr auffällig. Die sieht man einfach. Wegen dem Rauch um sie rum und so weiter. Deswegen muss ich jetzt leider wohl doch schießen. Ich will nicht viel Muni ausgeben. Dann ziehen die mir jetzt weg. Leben regeneriert man heutzutage auch mit Wasserflaschen teilweise. Denn wenn man... Oh, kleiner Leck. Wenn man genügend Wasserflaschen hat oder irgendwas hat, dann kriegt man davon ziemlich viel Leben dazu. 100 Leben pro Wasserflasche. Was ich ziemlich, ziemlich geil finde. So, jetzt ist hier nebelig. Jetzt hätte ich lieber die Sniper. Ich habe ja meine Crew von dem... meine Mach 9 mit... wenig Muni habe ich ja dem einen Chaos gespendet, weil er so ein Noob ist. Spaß. Hab ich gekillt. War nicht schlecht. Naja. Wir wollen einfach nur XP und Geld farmen. Reaper killt. Schon nochmal einer. Da farmt wohl jemand die Reaper. Bringt halt einfach nichts, denn es gibt einen einzigen, der was bringt und der ist entweder vorhin schon gestorben oder keine Ahnung was. Den Reaper, den habe ich euch schon gezeigt. Den werdet ihr noch oft sehen, denn wir machen immer so ziemlich alle Reaper, die halt was droppen. Und wenn wir rausfinden, dass irgendein anderer was droppt, dann wird der auch gemacht. Wir müssen es halt nur rausfinden, ne? Ach ja, ich muss zu dem Fail vorhin noch sagen, dass ich dachte, ich hätte die Magdr, deswegen habe ich gedacht, ja, ich habe mehr Schuss, aber die Mach 9 hat ja nur 8 Schuss. Die alle halt 7 Schuss, die halt 3er-Bursts sind. Und deswegen habe ich mich gewundert, dass auf einmal mein Magazin leer war. Und dann war der schon auf der Seite weg. Denn ich hätte ihm gar nicht hinterherlaufen sollen. Das war ziemlich blöd. Noch dazu, als Level 1 kann ich eh nicht machen. We must repair the green smokes. Das heißt, die sind bei... das heißt, die sind bei Tower. Dann werde ich den Sniper mitnehmen. Und gucken, ob ich vielleicht jemanden auf dem Weg finde. Es wird natürlich wieder so ein Ding, so... Uiuiui, ist da einer, ist da einer, ist da keiner? Sowas Spannungsmäßiges. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht jemanden finde. Denn dann wird der halt gelootet. Ach ja, Leute, ich kann euch noch sagen, ihr braucht nicht unbedingt die besten Rucksäcke. Also wir laufen halt natürlich alle gerne Military Backpacks rum. Aber die Dinger kosten halt auch 4000. Und bald gibt's halt einfach keine mehr.
bald werden wir alle mit grünen Rucksäcken rumlaufen oder Pissrucksäcken. Sachen halt einfach, die richtig schlecht sind. Oh, warte mal. Das ist jetzt nicht geil. Da war also vor ein paar Minuten schon jemand, der alles gelootet hat. Oh, alle Päckchen mitgenommen. Nee, da ist neues gespawnt. Ah, gerade eben sind neue gespawnt. Bin ich glücklich. HTO. Nehmen wir mal alles mit, denn HTO werden wir auch gehen. Und wir packen sofort den Sniper ein. Also da die Päckchen jetzt gleich respawnt sind, ist der circa 5 Minuten weg. Hier gibt es einen Kull, bei dem ich tauschen kann. Das ist gut. Dann packen wir die Magdea nochmal rein. Und die Muni wiegt 20 LWS. Da muss ich jetzt natürlich gucken. Nee, nicht 20 LWS. Ich brauche den Size. 23 Size. Uiuiui. Warte mal. Wenn ich die lade. Und reinmache. Dann wird die Muni innen drin also nicht... Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Also ich könnte die Waffen alle laden und reinmachen und die Muni, die drin ist schon, die wird dann gar nicht mehr mitgezählt. Ist das bescheuert. Dann kommen wir nehmen Secondary mit und dann können wir die Muni auch drin lagern. Dann kaufen wir uns auch gleich Sniper-Muni, die natürlich ganz, ganz billig ist. Nehmen wir nur 32 mit, ich will ja nicht arm werden. Habe ich noch nicht. Wenn jetzt ein Angriff kommt, bin ich gefickt. Einfach nur weil... Weil halt, ja. So, aber ich glaube, ich nehme lieber die Mach 9 mit. Dann muss ich noch schnell Muni kaufen gehen. Ich weiß nicht, wie es bei den Safe Zones hier aussieht. Dann nehme ich für die Mach 9 mal 150 Muni mit. Die Muni ist zum Beispiel voll billig, ne? Ne, seht, ich habe jetzt noch 6.000 Cash. Ich habe heute mit 18.000 angefangen. Das heißt, ich müsste jetzt echt ein wenig machen, damit ich das wieder aufhole. Und naja, wollen wir ja sehen, ob ich das schaffe. Zwei Level gemacht. Immer schön ganz leveln. Ganz ist ganz gut. Ich überlege gerade, wenn die jetzt beim Tower Outpost ein Päckchen machen, werden die vielleicht zu zweit sein, weil die im Chat reden. Seht ihr? I didn't even see your gear oder sowas hat eine gesagt. Zwei Päckchen hier. Yes, I was trying to go where my gear's dropped. Ach, da ist einer gestorben. Oh, mein HTO-Päckchen. TTO. Jetzt kommt dieser schöne Bug zum Einsatz. Ja, nicht immer unbedingt direkt funzt, aber eigentlich immer. Irgendwann mal halt. Wir haben gerade schön Nacht. In der Nacht sieht man mich nicht, wirklich. So, aufgehoben. Habe ich noch andere Päckchen hier? Nee. Ah, es ist dunkler geworden. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen. Direkt straight zum Tower laufen wäre ein wenig blöd, weil ich den direkt in die Arme laufe. Wenn ich jetzt hier warten würde, dann könnte ich die vielleicht kriegen, wenn wir den zurück zu Trainyard laufen. Und was gäbe es noch für Möglichkeiten? Ich könnte flankieren, ich weiß noch nicht genau, wo die sind. How can we team? How can I trust someone who runs and he's close? Warte mal. Ich kann Chat mal wieder nicht lesen. Hammer. Ach, die sind noch im Tower Outpost, hundertprozentig. Wenn die von Team Up und sowas reden, dann haben die noch kein Team gegründet und sind sich noch unsicher, ob sie das machen. Und das heißt, dass sie sich noch nicht vertrauen. Sprich, sie sind noch nicht in der Gruppe. Sprich, dass sie nicht irgendwo hin sind, wo sie halt angreifbar sind. Ja,
sowas ist Kombinationsfähigkeiten. Und ich glaube, eine der besten Möglichkeiten ist jetzt wirklich, sich hier ins Käse zu chillen und die Gegend zu beobachten. Denn wir sind nicht die einzigen, die Päckchen machen wollen. Und ich glaube, ich werde sowieso erstmal nach Highrise gehen müssen. Weil ich halt 3 Päckchen für Highrise habe und 1 für Trainyard. Dann schauen wir uns die Gegend einfach mal an. Wie many times people say just like, hey, it's like a team, I'm gonna kill. And I'm not gonna kill you, dann haben sie es doch gemacht, okay. Vertraut einer einem wohl nicht. Überhaupt nicht verständlich. Ich würde dem Neville sofort jedem vertrauen. Ne? Zwinker, zwinker. Hickel has been killed by Brad. But that guy was helping me. Ah, ist ein neuerer Spieler. Oder ein eher netterer Spieler, sag ich mal. Aha. Die haben gerade Beef. Aber es wundert mich. Trainyard ist noch under attack. Ich dachte, die hätten das gesaved. Das kann natürlich heißen, dass die da gar nicht drin waren. Dann habe ich jetzt natürlich was vergessen mitzunehmen. Was mich wieder Geld kosten wird. Was ich nicht ausgeben will. Einige von euch wissen jetzt vielleicht sofort, ja, du brauchst das oder das. Ich brauche Sonic Repulsor. Einfach tragbare Anti-Never-Devices. Mhm. Der zweite ist noch... Oh, die machen gerade hier richtig... Die haben gerade irgendwie so leicht Beef. Kleinen Küchis. Ah, jetzt habe ich meine Ausdauer wieder leer gelaufen. Mann. Ich glaube, ich mache das jetzt, da ich jetzt noch ein wenig gewartet habe, mache ich das so. Ich warte hier einfach, bis neue Päckchen spawnen. Entschuldigung. Und sammle die ein. HTO. Und jetzt mache ich dahin. Ich bräuchte schon mal wieder irgendeinen, der richtig viel Cash hat, damit ich Military Backpacks habe. Alles voll ungeordnet. Na, ist auch unwichtig. Store. Da, zwei. Ah. Stimmt ja. Ich bin schwer. Das Päckchen und Manso Park. Komm schon, heb auf. Die Ausdauer da gelaufen. Endlich secured. Das heißt, dass die jetzt reingehen werden, nächsten paar Minuten losgehen werden. So, und meins. Noch sind keine neuen Päckchen gespawnt.
Wir haben es wohl nach einer Weile echt geschafft, den Scheiß zu... Und der Reaper schon wieder gekillt. Weiß ich aber auch nicht, wo der war. Ist mir eigentlich jetzt eigentlich ziemlich egal. So, ich mach das jetzt so. Ich bleib nicht im Käse, denn das ist langweilig. Ich warte auch nicht, bis neue Päckchen kommen. Denn ich bin ein Hunter. Und Hunter hunten Leute. Und ich hoffe, dass ich diesmal auch erfolgreich bin. Denn klar, in der Gruppe ist man besser. Sprich, man ist halt in der Gruppe. Und es ist wieder schlagartig Tag geworden. Keine Golems hier gerade, merkwürdig. Doch, da sind sie. Drei Stück. Die werde ich aber nicht machen. Ein Reaper da hinten. Ich glaube, es ist doch praktischer, den Sniper ausgerüstet zu haben. Ich muss nämlich hier womöglich mehr in den Fernkampf gehen. Also in den Fernkampf. Als in Mach 9 Reichweite. Und wenn ich in Mach 9 Reichweite kommen würde, so wie hier, wäre das natürlich auch nicht praktisch. Denn ich weiß, dass ich mit der Mach 9 schlechter bin als mit der Crew. Und wir laufen auch vollkommen falsch lang. Deswegen setzt man übrigens einen Waypoint, damit man sich nicht so verläuft wie ich gerade. Lauter ging's. Die porten sich immer noch. Warum habe ich denn eigentlich immer die Scheiße hinter mir? Aua. Golem hält schon einiges aus. Das war jetzt kein Stück laut. Hey! Ah. Boah. Da hatte ich gerade einen Lag. Okay, ist gestorben. Cool, interessiert kein Schwein. Wir verlieren alle Geld die ganze Zeit. Wir müssen alle Geld farmen gehen. Oh. Wow. Klappt auch bei anderen Objekten, ja. So, der Tower ist mehr in die Richtung. Ja, siehst du, da sagt der eine auch, das ist das letzte Game. Das ist vollkommen richtig. Ich weiß nicht, ob es hier immer gelootet ist. Oder nur ab und zu. Aber ich weiß, dass ich hier einen guten Punkt habe, den ich denke mal nicht so viele Spieler achten.
gekillt bei Irwin. Naja, von der Seite bin ich halt überhaupt vollkommen ungedeckt. Das ist ein Bus, ein Krankenwagen. Also normal, wenn man einen Spieler sieht, dann ist das schon ziemlich eindeutig. Jetzt sehe ich gerade keinen. Das ist wunderbar, weißt du, jetzt habe ich einen Sniper dabei. Und auf dem Sniper-Spot und es ist neblig und dunkel. Na? Killed by Irwin. Not shooting him. What? Was labert der? Also hinten ist der Tower. Mit La Classe gehe ich immer hier lang. Also. Da so lang. Jetzt weiß ich nur nicht, wie andere Leute langlaufen. Die vielleicht... Boah, was geht mir jetzt an? Also die wollen, das Spiel will gerade wirklich meine Sicht ficken. Und zur Info, ich bin nicht schlecht im Snipern. In diesem Spiel. In anderen Spielen, da bin ich richtig kacke. Ja, die Never-Viecher, die sieht man halt ziemlich gut, weil die halt einfach ein Leuchtding, die leuchten halt einfach irgendwie so ein wenig. Aber Spieler halt nicht. Group Invite. Nimm mich gerne an. Verstehst du? Da. Kannst du knicken. Denkt wohl, dass hier... Boah, jetzt sieht man echt null. Meine Fresse. Das ist jetzt echt Anti-Sniper-Wetter. Ich erkenne hier so keine Silhouette, keine Entfernung. Mich selbst erkennt auch keiner. Wenn doch, dann hat der ESP an. ESP ist ein schwules Programm. Sorry, musste niesen. Dass dir anzeigt, wo Gegner sind, wo Spieler sind. Und Never-Viecher. Also, obwohl, ich weiß nur von Spielern, aber ich glaube... Lag. Ja, ich sehe es halt nicht, ne? Lol. Die Sicht im Wasser ist besser. So. Jetzt muss ich hier so schnell wie möglich weg. Jetzt nicht ernst. Ich verballere hier wieder so viel Muni. Jetzt muss ich echt aufpassen. Die Sicht ist wieder ein minimales Stück besser geworden. Und muss ich sagen, Spieler sehe ich jetzt immer noch nicht. Minuten überlebt.
können wir schon mal fast ganz voll machen. Ich vermeide es halt mit der Crew zu schießen, weil die Crew einfach keinen Schaden, also den Netherviechern nicht genügend Schaden over time macht. Macht zwar viel Schaden, aber nicht genug. In schneller Zeit müsste ich dafür pam, pam, pam draufballern. Und das ist zu laut. Boah, ich muss zugeben, ich kann mich gerade null orientieren hier. Wenn hier jetzt irgendeiner campt irgendwo, dann Free Kill. Der hat mich ohne Skill. Der Brücke ist keine. Ja, es gibt nicht so viele Camper hier, also Wasteland auf keinen Fall. Oder eben wenig, weil Wasteland einfach niemand ist. Wir sind auch 17 Spieler, okay. Das heißt, es ist schon wenig voller geworden. Also 17 Spieler ist trotzdem nichts. Ich würde das natürlich gerne mit einem Kumpel oder so, mit einem aus dem Clan, Päckchen farmen gehen, weil dann hätte ich mehr, ein Gefühl der Sicherheit, dass es auf jeden Fall, besser wäre. Hier sind auch keine Päckchen. Glaube ich, gehe ich danach nach HTO. Doch, hier ist ein Päckchen. Gut. Komm, sammel auf. Ah, kurz im Chat gucken. Gut aufgehoben. Ja, dieser Bug hat halt irgendwas damit zu tun, dass ich halt... die Ausdauer muss halt fast leer sein. Ihr seht, ich bin jetzt auf 62 LBS, jetzt noch mehr schwerer. Ich nehme auch wirklich das Päckchen hier mit, ne? Das ist mir jetzt egal. Da können wir da nicht rennen. Dann vorhin haben welche geredet. Ja, waren Hekel und Album ist noch drauf und Hekel nicht mehr. Das heißt, dass die vorhin hier waren, dass sie nicht mehr da sind. Behoben. Zack, aufgehoben. Boah, geil, so viele Päckchen, ey. Da kann ich mir richtig gut Geld machen. Immer wieder gern 10.000. Trainyard, HTO. Ihr müsst wirklich die Tasten hämmern. Mit viel Glück klappt es dann halt. Also ich so schnell wie möglich die Tasten hämmern. Weiß nicht, der ist auch ein kleiner Bug. Ja, 160 LBS zu schwer. Das ist vollkommen realistisch. Meines Erachtens nach. Ich werde ja gleich leichter. Ich habe ja zum Glück ein Päckchen für sonst wo da. Entschuldigung, boah. Oh, geht auch klar. Trainyard. Ich glaube, ich sortiere die mal kurz. So, 10 Päckchen habe ich dabei. Tower Outpost gebe ich ab. HTO. Trainyard. 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 HTO, HTO. Trainyard. HTO. HTO. Trainyard, 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 Trainyard. Alles klar. Viele Trainyard-Päckchen hier. So. Da ist ein Päckchen. Wir gucken erst im Haus nach. Hier gibt es mega viele Päckchen, also ihr seht es ja jetzt schon. Ach,
dann gebe ich kurz mein Päckchen ab, das ich abgeben will. Da seht ihr es, 1000 XP, 50 Rep. Schon sind wir ein paar Level höher. So können wir geilen Shit machen. Natürlich gern zwei Päckchen abgeben. So, eins mehr. Ich habe mir auch bald den 60 Minutes Survive Dings da. Wieder 100. Ich krieg also Geld, wenn ich level. Gerade mehrmals Geld gekriegt, 100 Level oder 100 XP, Cash oder sowas. SRP. Mhm. Mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie irgendwas Spezielles gemacht habe, dass ich dann Geld krieg vielleicht. Aber ich finde das gut, also, weißt du, das Geld ist einfach, weißt du nicht, ich duze dich schon. Killed by Irvin. Dann gucken wir mal nach, ist Irvin ein Speedhacker? Der, keine Ahnung, was der macht. Und Irvin ist gar nicht auf dem Server drauf. Was ist das denn? Etwa so ein Hack, dass er nicht auf der Karte zu sehen ist, also Invisible Hack. Da, Irvin. Warum ist der im Chat nicht zu sehen? Doch, da. Ja, bin ich blöd. Blindheit tut dem Auge gut. Ich glaube, das werden jetzt recht viele Päckchen. Ich denke, ich glaube es nicht nur, es ist so. Immer schön alles absuchen, besser als danach weniger zu kriegen. Ihr seht, ihr habt euch vielleicht gemerkt, wie viel Päckchen ich aufgehoben habe. Aber 220 LBS zu schwer ist natürlich schon eine Leistung. Respekt, dass er es tragen kann. Aber diesen Bug sollten sie nicht wegmachen. Weil dann, boah, dann wäre es echt mega schwierig, Geld zu kriegen. Das wäre so das einzige Ding, dass ich an Bugs nicht wegmachen würde. Oder einfach dann einführen würde, dass die Päckchen halt einfach nichts wiegen. Wäre natürlich noch leichter. HTO Trainyard. Ich weiß nicht, wie viele Päckchen wir von jedem haben, aber genügend. 6-7 pro. Und jetzt gehe ich noch nach HTO und gebe da noch die Päckchen ab für HTO. Nimm dort die Trainyard-Päckchen mit und gehe nach Trainyard und dann sollten wir wieder 16.000 Cash haben. 15.000, irgendwas in dem Bereich. Kaufen uns auf jeden Fall jetzt noch Muni. 100, 200 Schuss oder sowas. Man kann nie wissen, wenn ein Spieler auftaucht, dann braucht man womöglich diese Muni. Es ist dann sehr unschön, wenn man die nicht hat. Dann einfach umzukippen und ich weiß nicht, wieder Päckchen droppen zu lassen. Muni kaufen. Ich muss sagen, ich muss jetzt auch langsam anfangen zu sparen. Ja, ich kann keine Muni kaufen. Shit, stimmt. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja, dann blöd gelaufen, aber geht nicht anders. Werden wir wohl mit der Muni auskommen, die wir gerade haben. Hier ist halt aber auch keiner, ne? Ach, da hinten war das Päckchen. Auf einigen Bäumen kann man übrigens stehen.
nur so zur Info. Mit dem Suicide, 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 alle sterben. War aufgehoben. Oh, Wecker. Signalisiert mir noch nichts. Gut, dann Hi-Rise ruft. Zwar sehr laut. Ich glaube, ich gucke gerade in die falsche Richtung. Ah, ich muss auf die Autobahn noch drauf. Kann ich gerade noch mal hochgehen? Reaper survived. Diesmal ist er nicht gestorben. Der Reaper verreckt übrigens an jedem Scheißdreck. Der portet sich, dingst sich fest und ist tot. Entschuldigung. Schon wieder, hey. Echt Luft im Bauch. Hier sind wir 24. Spieler sind schon einige. Okay. Möglicherweise ein Crawler-Spieler, bei dem ich glücklich bin, dass er mich nicht gesehen hat. Da oben war ich auch noch nie drauf. Weiß ich auch nicht, ob es geht. Da hinten ist wieder so ein Crawler. Wenn er da so weiter rennt, dann weiß ich, dass das ein Spieler ist. Obwohl ein Spieler ziemlich viel höher springt. Sehr viel höher. Was macht der da nur? Der hier nach Hi-Rise reisen. Ich hab doch keinen Bock, den irgendwie aufzuschrecken. Denn das ist nicht gut. Hier immer auf die Löcher aufpassen. Ja, hier sind Löcher. Richtige schöne Eingänge. Hier im Käse kann auch jemand sein manchmal. Das Spiel ist halt einfach tückisch. Aber das glaube ich wisst ihr schon. Und ich muss echt sagen, wenn jemand mal seht, dann tötet ihn. Vertraut ihm nicht. Tötet ihn. Egal was der für eine Waffe hat. Ich bin auch schon mit einem Messer rumgelaufen. Und hatte eine Mark-DR dabei. Und hab dann halt einen Streit angezettelt zwischen Leuten, so Battlen. Und hab den natürlich gewonnen. Weil die anderen alle, ich sag mal, man geht nicht mit dem Messer zur Schießerei. Nach dem Style waren die anderen ausgerüstet. Und demzufolge habe ich natürlich dann alle weggeholt. Auch so ein Vierer-Kill, aber das habe ich auch nur einmal gemacht, weil ich, keine Ahnung, ich schaffe das irgendwie nie da so die Ruhe zu bewahren, zu denken, ja komm jetzt her, wenn ich jetzt Schaden kriege, kein Ding, dann nehme ich halt ein Doktor-Pack oder eine Pain-Pills-Packung oder irgendwie sowas. Ich piss mir da sofort in die Hose und lass es lieber direkt. Ich bin da eher zurückgezogen, ich bin da eher schreckhafter. Joa. Ich sehe meinen Hi-Rise, dann hat sich die ganze Aufnahme auch schon gelohnt. Spätestens jetzt schon.
Der Kill, der wäre sowieso gewesen. Also ich rechne den Kill jetzt nicht mit, aber nur das Geld, das wir jetzt verdienen. Und das Geld, das wir verdienen werden, wird hoffentlich viel sein. Ich habe gerade eine Fliege bei mir. Muss ich hauen. Links im Käse. Ist auch... Hera ist einfach so ausgestorben. Kommt nie jemand hin. Und wenn... Dann keine Ahnung, da ist halt keiner einfach. Ich habe hier einen Spieler bis jetzt getroffen. Einfach auch nur, weil ein Loot Drop war. Und der hat sich ausgelockt. Ja. Und Käse sieht natürlich auch immer schön unheimlich aus. Geld, ich glaube so Packages farmen ist zu zweit am angenehmsten. Kurz gucken, hier könnte ein Spieler spawnen. Ja, man kann da spawnen. Ist nicht ganz, also jetzt momentan ist es nicht ganz schlecht in Hi-Rise zu spawnen. Man kann halt sofort anfangen mit Packages farmen und hat den nervigen Spot leider halt schon weg. Zum Glück schon weg. So, dann rennen wir jetzt auch gleich mal durch in die Safe Zone. Aber Kubi hatte mir mal erzählt, dass er hier direkt vor der Safe Zone gekillt wurde. Ich kann das immer noch nicht wirklich glauben. Ich weiß nicht, da ist ein Spieler. Und wir haben halt wirklich einen Spieler getroffen. Hi, Brad. Ich kann meinen Chat... Ah, doch, mein Chat soll ich nicht öffnen. Hi. Er hat eine Schusswaffe dabei, das habe ich gesehen. Zwei andere? Meine Fresse. So, und so levelt man sich dann hier. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass hier der Outpost einfach under attack ist, dann verrecke ich. Gegen so viele kann ich nichts machen. So. Schwuppdiwupp. 15.000 XP. Level 31. Ja, die wollen mich jetzt natürlich. Das ist natürlich blöd. Wir haben jetzt auch 11.000 Cash. Wow, die Safe Zone ist voll weit. Ich riskiere es nicht. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr hart vergessen. Oh, nervt der. Ja, Muni kaufen. Ah, ich kann nicht. Ma! Geil. Päckchen hier haben sie wohl alle genommen. Wenn jetzt die Safe Zone umschlägt, dann baller ich den sofort weg.
Aber ich glaube, ich verstecke mich jetzt erstmal. Oh, ein Päckchen gefunden. Trainyard. Perfekt. Komm, sammel ein. Jetzt geht die Ausdauer natürlich langsamer weg. So, meins. Und ich habe keine Ahnung, wo man in Hi-Rez... Da habe ich einen gesehen. Keine Ahnung, wo mein Hi-Rez sicher ist. Ich einfach nie bin. Ich weiß auch nicht, ob man mit dem Gebäude überhaupt irgendwas anfangen kann. Ein Reaper searcht gerade. Problem ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, mehr oder weniger, also, solltet ihr eigentlich. Ich habe keinen Bock, dass die Safe Zone jetzt umschlägt. Ich dann dastehe und gegen drei Leute kämpfen muss. Die hundertprozentig bewaffnet sind. Und da ich mein Glück kenne, und das Glück der anderen auch, will ich lieber warten, checken, dass alles sicher ist, für mich, als dass ich mich hier ins Getümmel stürme. Und ja, das sind die drei. Jetzt laufen sie raus. Und Leute, ich muss euch leider enttäuschen, ich muss ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, denn ich habe gerade ein kleines Problem. Das heißt, glaube ich, dass ich die beiden, die drei nicht kriegen werde, wenn die rauslaufen. Was ziemlich ärgerlich ist. Naja, gut, dann wird schön kurz hier. Na, leg dich hin. Und bis gleich. Also Leute. Leider kann ich jetzt auch nicht weitermachen. Die drei sind weg. Und ich habe noch ein bisschen nachgelaufen. Hab das auch aufgenommen, aber die sind aber weg. Ich wollte es jetzt nicht unbedingt riskieren. Wir haben 7 Päckchen leider für TTO. Und ich muss blöderweise aufhören. Ich habe noch was zu tun. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.